kleine Frau für dich. Bist du oder kannst du wem, wo es das Stitt redet? Nicht geht es passiert jemals noch mehr. Warum hat das auch wahre noch mehr passieren? Warum gleichen Menschen mich nicht? Oder warum geben sie nicht dran? Warum helfen sie mich nicht? Ich sehe die Einzige, wo es das Stitt geht. Geht dir das schön, wenn Menschen zu dieser Stadt reden? Mir das auch nicht. Ich gleich das nicht. Das kommt darauf an, wenn ich wem hier, wo es das zu mir redet, dass ich hier, dass mir das auch, wenn ich gleich das nicht, wenn ich kann das sein, wie viel Geld in das Leben passiert, in alles, was ich sein kann, ist schlechtet und negativet. Mein Dad vertelt mir in Stütze 3, dass sie wohl in einem Camp ohne Boy, und somebody wie nur angekommen und hat gesagt, na, wo da ihr dort nicht nach, dort lohnt ihr sich auch gleich. Jesus wird bald zurückkommen. Und ein anderer hier, wo er sagt, warum wirst du nicht nach Geld investieren, wenn Jesus kommt ihr bald zurück, dort lohnt sich euch. Well, in Lukas 19, Vers 13, vertelt Jesus in eine Geschichte von, wo in Wirt seine Däune Geld jäfft. Und dann sagt er, das ist das. Er jäuft an eine Samengeld und sieht, sie sollen damit Geschäften treiben, bis er kommen wird. So das, was Jesus zu uns auch sagt, wie sollen Geschäften treiben, bis er kommt. Wie sollen fairweich, schaftig, mutig, leben für ihn, bis er zurückkommt. Hör ich mal nur das Bibelfahrt, und dann nur dort, dann wollte ich eine Geschichte vertellen von einem Mann, wo das auch so ging. Er will bloß sterben, er geht ab. Er hat große Dinge getan, aber nun will er bloß sterben. Warum? Nein, ob einmal passiert da was, und dann ging er ohne Arbeit. Was ist die Unterscheid? Von wann wer abgeben will und bloß sterben will, aber ob einmal ist er ohne Arbeit. Nur das Break, wo ich ihn dort sage. Und er raubt sich 10 Däune und jäuft an eine Samengeld und sieht, sie sollen damit Geschäften treiben, bis er kommen wird. Lukas 19, Vers 13. Warum haben diese Menschen so eine schlechte Einstellung und andere eine gute Einstellung, wenn ihr Leben überrein ist? Die haben beide gute Dinge, die in der Erde passieren. Der eine, der kann bloß schlecht sein in ihr Leben, der andere kann gut sein und der sieht das schlechte hier nicht. Was macht der Unterscheid? Hier ist eine Geschichte, die uns damit helfen wird. In 1. Kings 19 ist eine Geschichte von Elia. Er deut mit den Propheten von Baal, taub ab dem Boy, wo er seine Utfinger wohnt, als der wahre Gott. Ist Baal der wahre Gott oder ist der Gott von Israel, der wahre Gott. So, was sie deuten wir, sie würden sich bei einem Altar bauen, und dort würden sie dort Beusten ableihen, und dann wollen sie sagen, wann Gott wird vom Himmel vier schicken. So, außer die zwei Beusten, weil Elia sieht zu den 450 Propheten, dort die ist. Dort die in einem Altar bauen, dort die in Beusten ab, und dann beten sie Gott noch Baal, dort er soll vier aufschicken. Und sie deuten. Sie haben dort Beuste buben, fangen an zu beten und zu prachen und zu raupen und über dem wird es mehrig. Und dann sieht Elia zu Erd, dort Lüder, vielleicht schlaft er, oder vielleicht ist er auf der Reise, oder vielleicht vertelt er mit wem, dort bloß mal Lüder. Und sie bleiben dabei, und über dem schneiden sie sich und hüpfen auf den Altar ab. Noch einmal schickt er Gott, Baal, nicht vier vom Himmel. Über dem wird es Abend, und dann wird es Elia sein Turn. Sie Elia hat muss eine große Versicht haben an sein Gott. Wenn es heute sieht, wenn es heute das anstellen wird, so dann wird es Elia sein Turn. So dann wird heute der Altar, wo die Israeliten heute durchgebrochen, der Altar, wo Gott seine Altar wird, deutet er frisch Repairer vor dich machen, dann lädt er dort Beuston ab, und dann deutet er noch was extra, dann deutet er die Wut an abgeheute. Sie geht die Wut an ab, und bloß immer mehr und mehr, solange bei der, was sie da heute rumgegruft, wird voll Wut. Und dann sieht er, Herr Gott, der wahre Gott.
Schaik vier vom Himmel wies diese Menschen, dort du bist die Worte Gott, und dort du hast mir geschickt, dein Knecht. Und dann schäum du vier vom Himmel rauf. So dort wird ein großes Wunder, dann wird der Propheten von Baal alle umgebracht. So dit großes Wunder wird dort passiert. Dann sieht Jezebel, die Königin, dort sei wird Elia anbringen. In dit wo ich wel von rede, dann rannt Elia für sein Leben. Er hat Angst. Er rannt den ganzen Tag. Und dann lädt er sich an einen Baum. Und dort schläft er. Aber dann meistens, dann wacht ein Engel ihm ab und sieht et. So dann wundert er sich, da wird ein Cake und da wird Wutter. So er ordnet ab, er trinkt und dann schläft er weiter. Bald weiter, schäumt der Engel und sieht et, wenn es die Wort Kraft fehlt für deine Reise. So er ordnet. Und dann ging er 40 Tage damit, wie würde vielleicht sagen, er hat 40 Tage gefasst. 40 Tage wird er vor dich mit dort essen. Und dann wird er eine Heul. Eine Heul in einem Cave. Das dort wird er, ab einmal sieht Gott zu ihm. Was tust du hier? Und dann sieht Elia, well, ich habe etwas für dich, Gott. Aber die Israeliten, die haben deine Autoren durchgebrochen, die haben die alle verloren. Die beten Baal, aufgehört an, und sie haben die Propheten angebracht, und nun sie ich noch der Einzige, was ich überleben sie, und nun wollen sie mich auch noch anbringen. Und dann kam er, als er da war, dann sagt Gott, geh nur der Gerüt in dieser Heil, und steh da eine der von der Heil, so er ging und stand da, und dann kam er in starker Wind. Und aber Gott wird nicht an dem Wind. Dann nur den Wind, dann schäumt ein großes Erdbeben. Aber Gott wird auch nicht an den Erdbeben. Dann schäumt ein großes Feuer. Dort wird Gott auch nicht bannen. Aber nur dort, dann schäumt eine stille, sanfte Stimme. Als Elia diese stille, sanfte Stimme hört, dann brüllt er taub. Dann brüllt er taub, verstärkt sein Gesicht und er weiß, er wird an Gott seine Nähe. Dann sieht Gott weiter zu ihm. Wo tust du hier, Elia? Dann sieht Elia weiter, wenn die Worte nur lesen, in 1. Königs 19, wo er seine, die 10. und die 14. Vers sind mehr krank über eine Vers, dann sagt er weiter. Gott, ich habe etwas für dich. Ich will das Rechte tun, ich tue das Rechte. Und die Israeliten haben dich verloren, die haben deine Autoren durchgebrochen, die haben deine Propheten angebracht, und ich sehe nur noch der Einzige, der ewig geblieben. Nun wollen sie mich auch noch anbringen. Und dann, nur dort, dann gab Gott am Arbeit. Dann sieht er, gut auch dort, wenn ihr dort nur lese, ich krieg seine, die Arbeit wird Gott am abgab. Und dann hing er an, sagt Gott nach der Arm. Und ich kann auch 7000, was er noch nicht habal angebet. Ich will bloß haben, Elia soll dort weiter, ich sehe nicht der Einzige. Tja, seine Worte Ungerscheid ist, dann ging Elia in deine Arbeit. Dann haben wir nicht mehr von geschrieben. Dort hat er Angst gehabt, dort hat er sterben wollen, er ging und dort seine Arbeit. Was wird er angeschaut? Weißt du dort auch, ohne dass ich dort sei? Er wird in Gott seine Nähe gewasst. Er hat 40 Tage gefasst, dann wird er dort eine Heil in Gott schäum und redet ihm eine sanfte, stille Stimme. So dort ist, was er angeschaut macht. Wenn du so fühlst, dort nichts Gutes passiert nur dir, dann denk mal an, dann nimm Zeit, damit Jesus top sein und seine Nähe, seine Stimme channelieren, seine Stimme horchen. Er redet mit einer sanften, stillen Stimme. Wenn du dort was beleben, ab einmal was anfangen, anders am Leben anzuschicken, ab einmal was sein, hier ist noch ein Teil Arbeit, man, ich habe so viel Zeit verdient, hier ist all das, was Gott von mir nach will getan haben und du wirst ewig sein und für Gott schaffen wollen. Weil wir Zeit nehmen, damit Jesus top sein, wenn dort wird der Unterschied machen. Zum Meier lernen, go nom Website gladysrempel.com oder no YouTube in seg no mein Nom Gladys Rempel. Wenn du eine Frage hast oder du mich bist gleich hinter Kontakten, dann kannst du mir eine Textmessage oder eine WhatsApp-Message schicken auf 205-895-5883. Oder du kannst mir eine E-Mail schicken, nur grempelp@gmail.com.